Ausgangspunkt unserer Wanderung ist Edinger Elle. Anreisemöglichkeit mit der Bahn, entlang der Moselstrecke Koblenz-Trier bis Edinger Elle, oder mit dem Bus der Linie 711, Cochem, Bulley, bis zur Haltestelle Edinger Elle Bahnhof. Von der Haltestelle sind es noch ca. 300 Meter bis zum Start. Rund 3600 Meter beträgt die Wanderstrecke. Im Jahr 2002 wurde der Kalmont-Klettersteig eröffnet. Gutes Schuhwerk, Trittsicherheit sind Voraussetzung. Die Hinweistafeln am Anfang der Wanderung sollte man unbedingt beachten. Abenteuer pur, im steilsten Weinberg Europas. Zwischen den Orten Edinger Elle und Brem liegt der 380 Meter hohe Weinberg Kalmont. An mehreren Stellen bieten Stahlseile zusätzliche Sicherheit. Vom Deutschen Alpenverein wurden einige Abschnitte des Weges mit Stahlseilen und Leitern abgesichert. Nach 775 Metern warten auf den Wanderer gleich drei Leitern. Der Kalmont, mit über 65% Neigung, ist der steilste Weinberg Europas. Wegen der Beschaffenheit der Landschaft wächst an diesen Berghängen ein besonders guter Riesling. Die terrassenförmigen Steilhänge mit bis zu 380 Metern Höhe machen den Kalmont zu einer besonderen Gegend an der Mosel. Blick auf die Klosterruine Stuppen. Ein Winzer, unterwegs mit der Einschienenbahn.
Von hier hat man einen schönen Blick auf Eddinger Elle. Blick auf die Klosterruine Stuben. Hier finden öfters Konzerte statt. Nun geht es über Steigeisen weiter bergauf. Ein schöner Ausblick auf Brem. Von der Berghöhe geht es nun hinab ins Tal. Auch für Sie bietet der Kalmont ausgezeichnete Startmöglichkeiten. Nach einer Stunde und 35 Minuten und zurückgelegten 2250 Metern geht es nun abwärts Richtung Brem. Nach genau 2 Stunden und 5 Minuten, mit einigen Pausen unterwegs, ist Brem nun erreicht. Von der Bushaltestelle in Eddinger Elle bis nach Brem waren es genau 3620 Meter.